7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Lieber Jan, ihr seid internationale Leute, weit gereist, viel rumgekommen und was könnte dann besser sein, welcher Platz könnte besser sein als der Berliner Alexanderplatz, um sich einfach mal umzuhören. Was seid ihr so für Leute, was macht ihr so, wie alt seid ihr? Man sollte euch ja schließlich kennen. Wer ist das, der sich dieses Jahr das Jawort gibt und mich als einen ihrer Trauzeugen ausgibt? Wie heißt diese Person? Yvonne. Julia. Irgendwas mit J. Cynthia. Was meint ihr, wie heißt diese Person? Natascha. Oder Cindy. Sabine. Yvonne, Sabine, okay. Chantal. Mona. Jacqueline. Auf welches Alter schätzt ihr diese Person? Oh, nicht älter als 27. Ja, 27. 27? 24. 25. Ende 20. 28. Nein, 25. Ja, Anfang 20. 29. Was denkt ihr, was die Frau beruflich macht? Büro. Der Bürotante oder Kindergärtnerin. Bürokauffrau. Der Zahnarzt. Krankenschwester. Pflegekraft. Finanzamt. Der Stewardess. Kosmetikerin. Genau, richtig. Okay, gut geschätzt. Nee, Krankenschwester. Schön, gut. Ich will noch mal kurz das Bild zeigen. Ja. Was ist das Hobby dieser Frau? Hobby? Kann ich mir beantworten, aber das ist nicht kreativ. Sie ist nicht kreativ? Also ich kann euch schon mal sagen, sie ist fußballbegeistert. Was denkt ihr, welchen Verein unterstützt? Das habe ich schon gesagt, das ist nicht kreativ. Fußball begeistert. Was meint ihr, welchen Verein oder Schiff? Hansa Rostock. Rostock. Lokomotive Leipzig. Hoffentlich Hertha BSC. Hoffentlich. Okay, ich zeig euch den Bräutigam. Ja. Das ist er. Wir sehen wieder eine Schiff. Ja, wir sehen eine Seite. Okay. Also die ist schöner. Ja, auf alle Fälle ist sie schöner, ja. Was denkt ihr, wie heißt derjenige? Matthias. Albert. Richtig? Ja. Ronny. Michael. Steffen. Ronny ist tatsächlich richtig. Ja. Ja. Daniel. Kevin. Kevin. Ja. Kevin ist richtig. Okay, was meinst du, wie alt ist Albert? Albert ist, lass mich lügen, 37. 34. 24? 27. Guck doch mal, wie alt der aussieht. Nee, 24. 24. 38. 31. 38. Guck doch mal, wie alt er ist. Ich bin auch schon 30. Sieht aus wie 25, oder? Ja, was denkt ihr, wie alt ist Ronny? 38. 37. Was meint ihr, wie alt Kevin ist? 31. 32. Was meint ihr, was Ronny beruflich macht? Krankenschwester. Er ist ein Mann. Pfleger. Wow. Er ist Maler. Ja, Pizzabäcker.
schon wieder richtig. Was meint ihr, was Kevin arbeitet? Gebäude rein hier. Versicherungskauffrau. Das ist ein Mann, Mann. Kaufmann. Nee, der sieht so aus wie so ein Autohändler hier. Kennst du den? Ja, ja, so sieht er wirklich aus. Mit welchem politischen Ereignis ist diese Person in Verbindung zu bringen? Was denkt ihr? Die Ehe der Gleichgeschlechtlichen. Mit dem Tod von Helmut Kohl. Politisches großer G20. Nein. G20? Mauerfall. Länderfall der. Fall der Mauer. Wenn ich sage 28, dann könnte ja der Mauerfall sein. Der Mauerfall! Er sieht nicht aus wie Putin, der auf dem Grizzly dahergeritten kommt, oberkörperfrei. Ich weiß, das ist schwierig. Aber mit Erdogan würde ich ihn mehr so. Nein, ich sage auf jeden Fall, er sieht aus wie jemand, der in seiner Freizeit mit einer PS4 oder Xbox oder irgendwie. Ja, so ein richtiger Zucker, ne? So ein Stubenhocker. Genau. Ja, stimmt. Welchen Verein unterstützt er? FC Bier Köln oder wie die heißen. Geisbock. Mit dem Geisbock, ja. Das ist eine richtig hässliche Fratze. Bayern-Fan. Er ist Bayern-Fan. Ist ja, sie hat da gesagt, das siehst du doch schon an. Letzte Frage zu Kevin. Wenn Kevin ein Tier wäre, welches Tier wäre Kevin? Ein Faultier. Der hat so ein rundes Gesicht. Wenn diese Person ein Tier wäre, welches Tier wäre? So langsame Tier, so was so sitzt auf dem Stein, sich sonnt. Wie heißen die Dinger hier, die mit dem langen Schwanz? Ich bin auf jeden Fall für einen Moflor. Meint ihr, dieses Paar wird glücklich miteinander? Wenn es die zweite Ehe ist, dann ja. Weil jeder dritte wird nicht schieben. Okay. Ja. Alles, alles Liebe, Gute, Respekt zueinander und dass ihr glücklich werdet. Ja. Auf jeden Fall. Nein. Da. Denkt ihr, die werden glücklich zusammen? Ja, wir wünschen denen auf jeden Fall alles Gute, ne? Auf jeden Fall. Ja, ja, stimmt. Denkt ihr, dass die beiden zusammen glücklich werden? Ja, ja. Warum nicht? Weil sie schöner ist, sie wirklich. Und 10 Kinder werden dann kriegen, ja? Ja, freue mich. Also werden glücklich? Ja. Viel Glück euch! Ja.